Wir hatten ja Pariser Verträge, die sind 1955 in Kraft getreten. Das hat der Adenauer gemacht, um seiner Bevölkerung zu sagen, das Besatzungsstatut ist aufgehoben worden. Das Problem war bloß, dass die Amis sagten, sie wollen aber gerne gleiche Rechte behalten. Und deshalb sind Geheimverträge abgeschlossen worden. Und ich hatte naiv erwartet, dass bei 2+4 die aufgehoben wurden. Die wurden aber nicht aufgehoben, weil nämlich nur alle Abkommen mit 4 Mächten aufgehoben wurden. Aber nicht mit 3 Mächten, nicht mit 2 Mächten, nicht mit einer Macht. Da waren zwar alles, was mit den Russen vereinbart war, raus, aber der Rest blieb. Und das geht nicht. Jetzt haben Sie erklärt, ja, im Sommer sind die für unwirksam erklärt worden. Wie eigentlich? Ich möchte gerne mal die Noten sehen. Was stand da eigentlich drin? Dann gab es neue Verwaltungsvereinbarungen. Also, ich komme noch mal drauf, das ist alles ein Wirrwarr, der gar nicht mehr zu erklären ist. Und ich finde, es muss, naja, und dann vergessen Sie mal das Aufenthaltsabkommen und das NATO-Truppenstatut nicht. Da haben die auch Rechte, die fast an Besatzungszeit erinnern. Also auch hier muss sich einiges ändern, kann ich nur sagen. Und deshalb sage ich, ich möchte jetzt eigentlich mal wissen, welche Verträge sind nun aufgehoben und welche gelten noch? Und was steht da drin? Und ich finde, die Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch darauf.